auch mal Silvester auf Madeira kommen und mitfeiern, sage ich. Doch, gerne. Nee, Bro, für mich lohnt sich die Reise nicht. Ich hole dir mal zurück in den Discord. Ja, du Fenster, also, lohnt sich nicht. Hey, Miki. Folgende Fragen. Ich war permanent auf dem zweiten Platz overall. So. Und ich habe geredet, weil es mich derbe abgefuckt hat, dass zwei Leute aus unserem Team genauso wie vier Punkte haben, wie deren aus dem letzten. Und ich wusste, wie das hier hinausläuft. Und dann rede ich lieber nicht, anstatt die Stimmung zu vermieden. Ja, was soll ich da reden? Was soll ich da reden? Max und Mert waren schon Ultra-Shit. Also was soll ich da sagen? Die waren frech schlecht. Max und Mert, die Fresse und fahr da einen auf. Was soll ich noch machen? Also man muss wirklich sagen, Auf jeden Fall nicht einen Controller kaputt machen, ne, Miki? Ja, dann habe ich den halb kaputt gemacht, aber trotzdem overall 2. Was soll ich denn machen? Was soll ich machen? Ja. Overall, soll ich da ein bisschen sagen, hey Bro, mach noch mal einen auf. Ja, die Jungs motivieren, Digga. Vielleicht den Controller gerade. Auch die Jungs mal motivieren, ey, was los? Max, wechsel vielleicht das Kart, was soll ich da machen? Ja, motivieren. Ja, Digga, du bist doch auch mal Zwölfter gewesen. Guck mal bitte ins VOD rein, wie die gefahren sind. Digga, mit Antenne sind die da einfach links und rechts runtergefahren. Man muss fairerweise sagen, die waren wirklich falsch. Das war eine Team-Diff, es war 4 gegen 6. Und da bin ich einfach tiltet. Denke ich ganz willkommen, Willi. Aber ihr habt doch gewählt und am Anfang wurden wir sogar ausgelacht, ja? Muss man auch mal sagen. Ich wusste, dass sie schlecht sind, aber dass sie so schlecht sind. Digga, dass sie so schlecht sind, konnten niemand nicht. Ja, anderen Max, der spielt nie wieder mit, wenn er das hört. Ja, ist halt die Realität. Ich hab uns ausgelacht, als die Teams gemacht worden sind. Nächstes Mal, Max, auch die Antenne ausmachen. Hallo, ich hab wie Danny sich gefreut hat. Hallo, bleib stehen. Treffst du dich nicht, Bro? Ich bin viel zu glücklich. Was? Treffst du dich nicht? Respekt. Was ist das? Respektier mich als Game of the Year. Du willst respektiert werden. Oh, schön. Komm, wie du machst. Carsten, direkt mit der Rache. Hey. Oh mein Gott, gespiegelt. Oh mein Gott, was war denn das Monte gerade? Offiziell hab ich jetzt auch. Das bin ich ja nett von dir gewohnt, du. Ja, alles gut, Bro. Was bist du offiziell? Ja, die hast du. Bin auch nicht gewohnt von dir, dass du mich vor 12-Jährigen mit deinem Vorgehen lässt. Und erster Platz, tüte ich ein. Ja, natürlich. Seh ich nochmal ab. Boah, die Bombe auch noch auf. Scheiße, oder? Oh, nee, die 2 wieder so kacke. Nee, geil. Verneigt euch von mir. 0-2 West Ham, Digga, Arsenal ist so ein unfähiges Stück Scheiße. Ich wollte noch tippen, dass Havertz 2 Tore macht, Bro. Ich kann das nicht mehr. Nächstes Mal spende ich mein Geld. Bro, das ist wirklich unerträglich. Digga. Der kann den Schein anzünden. Bro. Carsten ist ein richtiger Abfucker. Wirklich, das ist wirklich so, Chat, ja. Womit denn? Du hast jetzt die Runde mir wieder die Roten ins Arschstück gedrückt, Digga. Das ist richtig genossen, ich hab's gemerkt, Digga. Bruder, ich erkenne halt auch deinen Char immer mit dem Affe. Ah, das ist ein Geständnis, habt ihr gehört? Ja, natürlich. Ich tu da nicht drumrum. Und deswegen bin ich ausgerastet, um nochmal auf das Thema von eben zu kommen. Musste ich wieder auf Aussehen gehen. Du bist auch immer jemand, der sofort wegen Aussehen rumheult. Dann sag, du fickst meine Mutter zurück ins Arschloch. Ja, Digga, hätte ich auch Bock drauf, sag ich ehrlich. Ja, ist doch okay. Und ich habe einfach vor einen Ausraster geschoben, weil du wie ein hässlicher Bastard den Rückspiegel getätigt hast und mir die 3 Grünen reingeknallt hast. Und dann habe ich ausgerastet und gesagt, dass ich deine Mutter gefickt habe. Das ist auch völlig okay. Findest du das lustig, dass ich aussehe wie Frankenstein oder was? Nein. Ja, aber machst dich drüber lustig. Das ist kein, sag ich dir ehrlich, dieses Schwanz-Schwanz-Verhältnis leidet darunter. Ja, okay. Das, beim nächsten Treffen blase ich das wieder gut. Sehr geil. Und nennst du mich dabei dann Frankenstein? Ja, genau. So werden wir das machen. Eli auch mal zugucken, sag ich. Ja, nee, ich bin doch da. Gucken. Bei was? Ey, doch, werd nicht frech. Ey, Bruder, du weißt, stark. Du stark. Chef. Eli, Chef. Stark, Eli. Ey, das wird nicht frech. Stark, Eli. Ey, das von mir hast du mehr Respekt. Von mir oder von Willi? Oh, Eldos, mein Schmeldos. Beiden. Nein, nimm ihn, Karl. Oh, Monte. Ja, wenn ich hier wieder rumstresst von hinten. Ja, da, aber nimm den jetzt auch. Die rote Reeves, bist ein Arschloch. Das war ja. Pokémon-Karten verzögern sich wieder um Jahr. Ja, Pokémon-Karten werde ich nie wieder sehen. Das sag ich, wie es ist. Er sagt so zu mir, ja, Bro, wenn du mal zu mir nach Hause kommst, dann kannst du die nehmen. Das ist doch korrekt, Alter, was ist los, Alter? Nach Hause gehen. Du Wichser! Dann gehst du mal zu dem nach Hause. Nie passieren. Ja, ich steh dir auch rechts, sei alles ich. Gut. Nuckel an meiner Banane, Monte. Ich weiß, Chad, das ist verpiss dich! Diese gespiegelte Scheiße, ne? Ich kann das nicht.
Was hält? Ich will das BAM! Machen. Warum BAM! Haben wir so BAM! Nicht mal öfters, Jungs, in Mario Kart? Ich bin nicht so oft, leider. Also ja, wir spielen doch öfter. Einmal in zwei Wochen eigentlich spielen wir ja Mario Kart. Nur wir hatten jetzt einen Partner halt. Scheiße. Wie hältst du an deinem Arsch mit diesem Controller? Partner! Okay. Links, ne? Ja. Ja, aber so Cups machen doch nur richtig Laune, wenn es auch ein bisschen... Boah, wer war das, Alter? Ja, aber es ist einfach immer welche zu finden. Der war gottlos. Was? Partner, also brauchst du jetzt schon... mit Monte Hälfte machen. Marcel, selber ich hab was für dich. Du bist ein Stück Scheiße, Digga. Ja, die Ausgeburt der Hölle, Digga. Ja, die Karten, die verbrenne ich heute Abend. Reese, verpiss dich. Du weißt nicht mal, wo die sind, Marcel. Sag doch, wie es ist. Irgendwo im Keller, wie oft soll ich's noch sagen? Hier, Ferrari! Ja! Wie gefällt dir das? Du Affe! Wo sind die Karten? In der Bombe! Eldon! Eldon auf 1! Eldon! Ich hab den Negativen gemerkt, Digga. Ich sag dir, wie es das Marcel ist. Guck mal, wenn Overall auf 1 ist, du Schwanzkopf. Ja, ich hab Overall auf 1 ist. Was? 50. Für was? Eldon, du hast die Schnauze im Hintergrund, Digga. Sesamstraße ist vorbei, geh mal schlafen, mein Junge, Digga. Ey, aber warte, ja, warte. Die Kacke nicht, Digga, du Monte. Ja, besser ist das. Fünf Subs pro Runde, ne? Das meine ich. Ja, ja, wir machen 10 Subs das Rennen. So, ich will auch keinen Armmann ausnehmen. Oh, okay, alles klar. Okay, doch. Ja, alles klar, okay. Das höre ich ja. Er hat gesagt, aber ab nächste Runde. Okay, ja, so, nächstes Rennen, nicht das Rennen jetzt. Arme nee, das Mann. Nicht, das nicht. Weil du abgewürgt hast. Ja, du Arme. Ja. Ja, bitte? Was? Was, Willi? Achso, wer, Bruder, was soll ich sagen? Er ist älter, er ist Onkel, Alter, weißt du? So, ich hab Respekt. Genau. Ich hab Respekt. So. Nein, im Respekt-Sinne, weißt du? Ja, finde ich gut, okay. alles gut. Muss ich, Bruder. Wir haben das so gelernt, weißt du? Deswegen verstehe ich ja nicht, warum Eldo schon mal so frech ist. Neue Generation, mein Bruder. Ja, Spaß. Ja, stark. Oder hey, oh, okay, Reeves, alles klar, hier. Mir egal, ob ich noch eine fresse. So, mit Absender. Ah, ja, wo kommt die Rote her? Wo kommt die Rote her? Was ist mit Bowling? Ja. Aber vielleicht lasse ich ja Farid einen Diss-Track schreiben. Ich hab beide keinen Schutz mehr, Marcel. Ja, oder? Digga. Ich hab Schutz. Hier. Oh. So. Ah, der Wichser, er hat echt noch eine Rote. Ja, der Snipe mit der Banane. Oh, das ist Frosch. Ja, Zane, oh wieder Bomben legen, ha? Zane, du bist so ein Schwanz, ich schwör's dir. LED-Pranks, ha? Ja, ist wieder Kacke in der Eli. Du bist so ein Schwanzkopf. Drück lieber drauf, Ernie, und rede nicht. Hey, Reeves, oh, Marcel! Du bist... An den Bananen nuckeln! Ja, genau. Und danach steck ich dir in den Arsch. Oh, wow! Wo? Nehm ich! Digga, oh, was ne Bombe. Zane, bleib stehen. Zane, bitte. Ja, Willi, nimm den Monte mit. Halt die Schnauze, Eldos! Oh, okay, du ziehst dir persönlich die Windel an und aus, hast du verstanden? Gönner, King, Monte, Gönner, die krank. Ja, du kleiner Hund, Digga, du kleiner Hund. Du King, King. Keine Angst. Oh, die war... Oh, ja, die war knapp. Ich hab mich geskippt. Wer wirft da Bomben? Zane, bist du's? Ich hab nach hinten geworfen. Mann! Geil. Zane, dass du's wagst! Hä? Nein, die Gier! Zane, dass du's wagst! Ja, ich musste probieren. Fuck! Oh, das gibt's nicht! Oh, nein! Oh mein Gott! Wie konnte ich da noch Vierter werden, Digga? Holy shit! Jedes! Warte, wir haben gesagt nächste Runde! Wir haben nächste Runde gesagt! Ich weiß. Okay. Die Blaue hat eh das getroffen, nicht mich. Nee. Also mich hat die auch nicht erwischt. Vier Leute gefühlt, wie fast halber zwei. Oh Gott sei Dank. Ich glaube, Eldos hat den krassesten Stundenlohn der Welt. Der spielt in der Woche vielleicht 15 Minuten FIFA. Dafür wirst du bezahlt. Weekend League. Der Feier, ne? Real Life Content, Weekend League. Ja. Ja, Mann. Wo Real Life Content? Heute Blow. Bruder, kommt heute. Wir machen bloß. Heute? Eldos, tu mir bitte einen Gefallen. Das aus meinem Mund ist schon echt hart. Red doch mal vernünftig, Bro. Du chillst echt so viel mit Ausländern. Da wird wieder Bildzeitschrift jetzt. Macht Spaß. Mach mal die Zähne beim Reden auseinander. Bruder, das hilft einfach. Ich bin aber auch schon älter.
Mit 35 darf man auch mal ein bisschen stottern und Wörter vergessen. Du bist doch jung. Ja, sehr schön. Sehr schön. Ja, sehr schön, schön gesagt. Schön gesagt. Sehr schön. Jello, du bist nicht alt. Jello, bester Mann. Fick dich, Reaper. Kuss. Wirklich, hier, komm her. Auch mal die Stream anschmeißen, da kommt der Host. Jello. Schwanzkopf. Dass du es wagst, Jello. Ey, Monster ist erster, ne? Was? Alles daneben. Gott, zwei nicht mehr. Ey, Scheiße. Ja, die Grüne, ne? Hat dir die gefallen? Ja, ja, die war gut. Ey, bitte, Jungs, wirf doch eine blaue, ja. Ich hab eine blaue. Ich hab, nice! Mein Bre, Edis, mein Bre. Aber ich bin weiter, ja. Alles gut. Achso. Edis sagt Dank. Warte. Hä? Ich hab gerade nur zwei Geschenke diese Runde gehabt. Oh mein Gott, hab ich alles gesehen. Was machst du da? Jello! Was ist? Ey, Bruder! Was trötest du mich? Nein! Sein verpiss dich, Digga. Wie weit bist du, Monte? Erster. Hä? Meine Map? Ja, Jello. Anspannt. Ey, okay, Jungs. Also, was hier abgeht, kannst du niemandem erzählen. Es ist aber auch gespiegelt. Gespiegelt ist verwirrt. Gespiegelt bockt nicht, wirklich. Zwei. Monte ist. Oh, ist Kraft. Ah, okay. Ja, dann ist gut. Boah, kleiner Wichser, Digga. Ja, was war das, Reapers? Was war das, Reapers? Ja, hier. Nein! Ja, was los, Bruder? Ein kleiner. Hey, Sane, es geht um 10 Subs, ne? Nur nochmal als Erinnerung für dich. Ja, soll ich nicht spielen, oder was? Ich muss doch. Warte, ich kann mich ja nicht blauer aushalten dann, oder? Ja, alles gut. Ja, erstmal werde ich nicht mehr. Okay, die Rot. Ja, okay. Die Bombe. Bro, es kommt halt wirklich noch eine für den Blauen, ne? Ah, die ist aber ich schaff's trotzdem. Oh mein Gott, Digga, es ist so ehrenlos. Egal. Warte. Hast du? Nein, du bist so ein Stück Scheiße. Wie kannst du so sein, Digga, zu mir? Wie kannst du so zu mir sein, Digga? Das war ganz eklig, Bro. Das war Carstens Rote. Ich hab nur Carstens. War es Carstens eine Rote? Natürlich, war nicht eine. Das ist krank, Digga. Konnte nochmal 10? Ja. Carsten! Ich wollte es gerade sagen. Was sollen die Roten immer? Sorry, und nicht mal hier drinnen sein. Also Erfahrung ja, alle. Lässt da gerade ein bisschen mit Micky und Danny über dich. Ja, kein Problem, aber Digga. Kuss. Ich komme gleich wieder. Was macht ihr denn überhaupt jetzt hier? Ja Micky ist ein bisschen noch am Aufnehmen. Micky, bester Mann, Digga. Hast einen aufgespielt und ich sag dir auch so, wie es ist, Digga. Wir haben Nachteil gespielt. Man will, weißt du, wir haben verloren und wir sind auch gute Verlierer, aber das war unbalanced, weil wir haben alle nicht gewusst, dass sowohl Mert, nur Liebe für ihn, als auch Trimax, die haben gespielt wie Falschgeld, Bro. Monte, guck mal, das Ding ist, ich sag dir so, wie es ist. Ich bin ein schlechter Verlierer. Ich auch, ich hasse das, Digga. Ich bin so competitive, ich bin so herausfordernd, mich triggert das in meine DNA, Digga, in meine Genetik triggert mich das rein. Ich werd da zornig. Ja, ich auch. Ich krieg da einfach, ich werd einfach wütend. Bro, ich hab das Spiel auch verflucht eben. Einfach, es triggert mich. Ich war so sauer in den Runden, dass ich niemals eine dieser Teamrunden hochladen werde bei YouTube. Niemals. Hätte ich mir vorher Nasenspray eingehauen, hätte ich wahrscheinlich den scheiße Gestank von Mert wahrgenommen und dann wäre es vielleicht anders gelaufen. So, aber ich hab nicht gewusst, dass er so eine Kacke mockt. Ich hab's nicht gewusst. Also sind auch meine Griffe oben. Meine Griffe sind oben. Und das Ding ist super zart. Das Ding ist super zart. Also man muss wirklich sagen, dass das keine gute Leistung von den Jungs war. Muss man fairerweise sagen, ja. Und die spielen auch nicht, ich weiß nicht, da kann man nicht sauer sein. Die spielen nie. Wenn Haupi zu mir rüberkommt, Bruder, und Haupi sagt, die brauchen eine Antenne, da weiß ich schon, Ist im Nachhinein auch in meinem Kopf gegangen, wo ich mir da gedacht habe, okay, Digga, dann kratzt er ja gemeint. Man kann ja sagen, so nach ein, zwei Runden, so ein bisschen eingewöhnt, macht man die Antenne aus, aber dass die halt, das ist, Digga, es ist so, als wie wenn ein Kind mit Schnuller im Mund nicht aufhört zu weinen. Ja, so, ja. So. Ja. Da habe ich auch schon mental so ein bisschen losgelassen, als ich das gelesen habe. Die brauchen eine Antenne. Das war wirklich, nee, ja. Die haben beide nicht mal gewusst, wie sie die Stunts machen, Monte. Weißt du, die Stunts? Mhm. Nicht mal das haben die gemacht, das ist ja krank. Aber ja, egal, nur Liebe für die Jungs. Es war spaßig bis zu näher. Alles fein, so. Mein Gott! Am Ende des Tages hat Eli für uns ein geiles Turnier organisiert, wo wir guten Content hatten. Ein paar gute Stunden für den Stream und das ist halt dann überzahlt. Oh! 20 Subs, mein Bester. Hast du gesehen, wie man es macht? Okay.
Mann, Digga, ich überlege die ganze Zeit, wie Eldos da sitzt in seinem... Ich vergesse die ganze Zeit, dass der Mann eine neue Frisur hat. Mit dem Edgar-Cut! Ne? Digga, mit dem Edgar-Cut. Aber ich sag dir ehrlich, Eldos, top, top, top. So, ja, also genau, hab ich die auch so gesehen schon. Sie ist fresh aus, Eldon. Ja. Ach, Digga, dieses... Ich muss die ganze Zeit lachen, ne? Yeah. Ey, Mann, ich schwein gleich. Ich bin gerade offen, wie der Mann da gerade sitzt und aussieht, ne? Ich schwein gleich. Gesund. Gib mir Pilze. Wann hört dieser Cup auf, bitte? Ich kann dieses gespiegelt nicht mehr sehen. Die Map ist aber super, Digga. Uff. Was sagst du? Du bist von mir. Nix, Bruder, du bist gold. Magst du die nicht? Nix. Ich lieb die Map, aber gespiegelt. Ist Bruch. Ist das so, ist das so eine große Umstellung, ja, das fuckt, für euch? Fuck so ab, ehrlich. Du lernst halt so Abkürzungen und Kurven und so. Hol dir den Gotti. Smoothie war der? Hol dir den Gotti. Kracht alles. Ey, das wird nicht fresh. Dicker Carsten! Oh, jetzt mache ich aber auch. Nice. Oh. Wichtig, wichtig, wichtig. Hast du gehabt, oder was? Schwierig für meinen Kopf. Mein Kopf ist nicht bereit dafür. Doch, du bist weiter als alle anderen. Sagst du ehrlich? Natürlich. Okay. Nein, Mann! Rückspiegel. Bro, ich fahre hier gerade keinen auf. Obwohl ich die Map. Ey, Bruder, bitte, geh mir doch einfach aus dem Weg, bitte. Bro. Wer war das? Sorry, Saint Bro. Ja, sorry, sorry. Weiß ich nicht, Willi. Hand in Hand sind wir eben dadurch. Willi, schieß doch mal! Jetzt so. Nein, warte auf Monte, warte auf Monte. Warte, nicht schießen, nein! Monte wäre gekommen. Ja. Jetzt mach! Wer ist Erster? Wer ist Erster? Ich, Reapers. Ja, danke, Jungs. Korrekt. Sehr schön, Eldon. Sorry, guck mal, Carsten wieder. Ja, ist korrekt wieder. Gut, für mich. Egal, kann ich noch. Rocket. Oh, die Grüne. Egal, wie viel Rote hat der denn? Treffen. Oh. Treff ihn schon. Eldon, so bist du, ich kann dich nicht sehen, Bruder. Der schmale Eli, warte ab noch. Was macht er erst noch? Wo bist du? Schieß gerade. Schieß gerade, jetzt. Noch Danny, ich bin noch bei was der dabei, Habibi. Der schmale. Ja, wollen wir nochmal gleich. Hab ich gerade Danny gehört oder hab ich einen Geist gehört? Danny, geht ihr in Worms rein? Willi, nur wenn du dabei bist, ohne dich gehe ich nicht. Ich würde dann sagen, Eldon soll sich schlafen legen, ich komme in Worms. Okay. Ich bin auch Worms dabei. Ich sag, wir gehen in Monopoly. Ich wäre auch Pumme dabei. Reapers, ich hol dich jetzt. Schieß auf Edis. Schieß auf Edis. Nein, Mann, verpisst euch doch! Verpisst euch von mir, Mann! Ey, ich schwöre, Eldos, jetzt reicht's mir, Bruder. Hol dir Monte, hol dir Monte. Jungs, haltet die Fresse, Mann. Macht hier keinen Fitner. Das ist nicht in Ordnung, Digga. Hier geht's um Hack. Nimm mir nicht meinen Hack, Digga. Edis! Letztes Ding. Wartet, bitte, Willi, warte. Konntest du beides dodgen? Nicht alle jetzt durcheinander reden! Oh mein Gott! Ja! Rutsch rüber, die Scheiße! Vorgeführt! Vom alten Sack und vom Jungspund im Internet! Schmeckt. 40 Naschis. So, gibst du noch ein paar Wetten oder nicht? Oder sind die nicht überzeugt? Mir ist es egal, ich bin immer für Wetten zu haben. Ja. Oder? Ach, oder? Ist Reapers dabei? Oh, gut, weiß ich schon, ne? Ja, Bowser, danke. Ja, mach doch gegen Reapers, hab doch mal Eier! Reapers, wie sieht's aus? Ich will mal die kleinen aufziehen. 10, gut, 10. Nein, ich meine nicht dich, ich meine Reapers. Bist du nicht? Edis 10 Subs. Reapers 10? 5, bist du dabei? Nein, Edis 10? 5, okay, 5 ist gut. Mach mal 5 erstmal. Ja. Edis. Was meinst du, Zipfel? Für den Cup kommt 10. Okay. Reapers ist gerade ein Rabatt, Bro, auf die Subs. Ich weiß. Ja, stimmt. Deswegen schön. Das soll noch mal die Zuschauer appreciaten. Boah, ja. Die Zuschauer, wie Respekt, das ist undankbar, der Chat merkt es. Komm, Reapers 10, auf den Hand, komm. Naschis. Boah. Widerwärtig. Monte, machen wir 10? Ich bin mit Edis gerade, Bro. Reapers, jetzt hast du widerwärtig gesagt, fick Reapers, dich. Jetzt mach ich auch keine 5 mehr mit dir. Reapers? Was? Nicht mal gegen Danny, also das ist nur immer gegen die Kleinen, oder was? Ja, Danny ist respektlos, der appreciated mich wieder. Sagt so, ja, ekelhaft, sagt er zu mir und sowas. Und ist dem outperformed von mir auch, Bastard. So aus der Hölle. Mein halbes Team hat mich outperformed, hä? Was? Denn ich wäre nicht so frech. Ich glaube, Mario Kart ist das einzige Spiel, wo du besser bist wie Reapers. Alle anderen Spiele zündet er dich an. League of Legends, fick ich ihn vor. Ich habe League of Legends noch nie in meinem Leben gespielt. Oh, sowas. Aber sogar da, gib ihm ein Jahr und er sprintet dich auch runter. Ja, sprint, aber nur wie Mickey auf der Top-Lane sprintet er mich runter. Ja. Ich check das zwar den Vergleich nicht ganz, aber ich spüre den Salz. Ich check das ein bisschen. Na gut, einfach dreimal ignoriert worden. Was ist mit Warzone? Ja, fick ich dich auch, Danny. Komm, Bruder, diese Feuerblume. Ich habe jetzt auch viel Zombies gespielt, ich bin drin in den Waffen. Aktuell weiß ich nicht.
Ah doch, ich glaube, wir können 1-1 Call of Duty machen. Was? Dann werden wir 3 gehen. Nee, Kill Race. Kill Race. Ja, okay. 1-1, dort tippst du aber wieder. Boah, okay, wow, das ist aber enges Feld. 1-1, Kill Race einfach. Da ist er. Sind wir hier im Jahr 2011 oder was? Bono One's hier. Meet me on Rust, bitch. Auf OG, Alter. Ah, ja, komm, yeah. Rust. Rust gibt's komm, in dem W3, komm. Was ist los mit dir, hä? Was ist los, mein Bro? Ja, alles gut. Was ist das, Danny? Danny, was sagst du? Nein, Mann! Danny, ja? Was sagst du, wenn wir eine Runde DayZ reingehen? DayZ? Aber ja, Billy. Welch, also, würde ich sogar rausgehen aus dem Lobby, maybe. Dafür, für DayZ eine Runde. Ja, okay. Wollen wir rausgehen jetzt für DayZ oder wollen wir danach ja, komm, warten? Dann gehen wir raus. Ich gehe raus. Es tut mir leid, mein Gotti. Es tut mir leid, aber wie viele... Oh, Mann, der Monte, warst du das einfach wieder. Bruder, das ist so... Komm, Bruder, das gab's doch nicht, ja. Wie kann der auf einmal jedes Mal gewinnen, ja? Das ist so krank. Ich sag dir ehrlich, Eli, mit bestem Gruß von mir auch nochmal, der Grüne. Oh, Bruder, ich war die ganze Zeit Erster. Ich block alles ab, ich konnte nicht mehr machen. Ja, weil ich die Roten gehalten hab die ganze Zeit, mein Bro. Was? Elis, ich will dir eine Weisheit sagen, okay? Und das wirst du nicht nachvollziehen können, aber vertrau mir auf Abi-Basis. Erstens ist Team... und Solo ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und zweitens ist dieses Spiel auf der Switch ein absoluter Witz. Die Wii U-Version war 100-mal besser, Bro. Vertrau mir, egal ob die anderen lachen, ist ein Running Gag, aber vertrau mir bitte einmal in deinem Leben. Die Wii U-Version war um 100 Jahre besser. Er schreibt Clownsnase so. Seine Meinung zählt nicht, Digga. Ganz einfach. Sag ihm mal warum. Ja, Digga, das Einzige, was er vorzuführt. Nein, ich will nicht. Ich mag ihn nicht. Jetzt sag es, Monte. Sag es! Ja, seine Meinung zählt nicht, Digga. Ganz einfach. Mehr sage ich nicht. Punkt. Ja? So, ich mag ihn. Ich will ihn jetzt nicht beleidigen. Ja, yeah, schön. Monte weiß es so. Ich sag euch auch warum. Weil er weiß, dass ich ihn auf der Wii U abgezogen hätte. So. Er weiß es. Also nochmal zum Ende des Jahres. Die größte Lüge des Jahres gehört aber zum Ende hin. Ja, okay, Danny. Also ganz ehrlich, auch mal Rücken geben. Mann. Vielleicht, wenn Haupi mit Lenkrad spielt, aber verbundenen Augen. Ich sag dir ehrlich, an einem guten Tag machst du immer und an einem guten Tag. An einem schlechten nicht, aber an einem guten ist es schon, sieht es gut aus. Ich muss mit einem so dicken Grinsen. Ich muss mit Haupi da mal ernsthaft reden. Boah. Digga, wer hat die Bombe da? Ey, Jungs, ich muss was sagen. Zu meiner Zeit damals und auf Wii U, es war viel krasser. 100%, ja, das ist besser, Mann. Du bist erst gestern 12 Jahre geworden. Er hat einfach mit 2 schon gespielt. Da warst du noch fixhaft im Sack des Feuers. Da warst du wirklich fixhaft. Ist das Quark im Schaufensterregal. Nee, da was? Da so im Fickbeutel drin, Digga. Wirklich. Wenn die wüssten. Oh, wann macht eigentlich Rowan eine Win-Challenge und dann kommt endlich die Ficklocken ab? Einer von ihnen hab ich. Wo ist der eigentlich, der Bastard? Ja, er ist verwirrt. Und zieht dann durch, einfach widerwärtig. Wie war der heute? War er ekelhaft? Hat er gestunken? Die letzten paar Runden war okay, aber sonst auch noch scheiße gestunken, es war widerwärtig. Oh, schieß. Aber ich hab lange nicht mehr sowas gesehen. Ach, Monte, mein Schmonte. Danny, aber jetzt im Umkehrschluss würdest du sagen, gut gewählt? Boah, ich dachte wirklich, das ist ein einfaches Ding. Scheiße, war aus Versehen, Willi, tut mir leid. Offensichtlich nicht, weil wir haben viel als gefickt worden, also ich glaube nicht. Also, würdest du sagen, der Pick von Mickey war der Call als erstes? Ja, Mickey war fein, also, nur Liebe, keine negativen Vibes, gar nichts. Aber wir hatten einfach zwei brutale Wirte und Max war sogar noch okay, aber Mert hat, also ich habe selten sowas Stinkiges, Widerwärtiges gesehen. Ey! Ekelhaft, ja. Ich mach schon wieder. Ja, ja, fühl ich. Hey, Danny. Ekelhaft. Time to shine. Ekelhaft. Time to shine. Mach. Hol die Eli. Du Fettsack! Oh mein Gott! Weil ich besser bin, Digga! Oh mein Gott! Weil ich besser bin! Oh mein Gott, nein! Ja, da gibt's nämlich eine Abkürzung, Digga! Ausrufezeichen, Abkürzung bei mir im Chat, da gibt's Tutorial! Nein. Bruder, ich bin. Es geht dir um 10 Subs, ne, Billy? Ja, hast du eh noch dran, die 10? Du spielst und dann kommt. Nee, scheiße, mit VD. Aber warte, wir haben eigentlich gar nicht gewettet. Nee, haben wir nicht. Trotzdem fühlt der Sieg sich salzig an wie ein Heirat. Ja, gut. Wie ein Heiratsstag. Ja, Mann, wir haben Sucher machen jetzt. Ja, komm. Ja. Zum Start nächstes Jahr. Einen schönen Paul bei Gönnergy. Ja. Rein da. Jupp bezahlt.
Ich hab bezahlt, dann hat das Ding bezahlt, Digga. Ich hab bezahlt. Ja, ich hab bezahlt, Digga. Ja, ich hab bezahlt. Also, der Name noch wer? Ja, ich bin down. Ich werd da sein. Nee, sorry. Ich hab nämlich. Ich hab Mert auch gewählt, muss ich auch die Schere eben. Weil ich mit Mert. Ich wollte ihn zu den Alex tragen, dass wir den Tausender in Monopoly verfeuern. Das war mein Plan. Aber er war zu schwer für mich. Ich konnte es nicht machen. Konntest du ihn nicht tragen? Nee, ich konnte ihn nicht tragen. Also, das. Nee, ich konnte es nicht. Ich hab's nicht geschafft. Er hat 9 Punkte gehabt. Digga, wie trifft mich das? Und ihr wolltet ihm wirklich die Antenne wegnehmen. Ja, das war wirklich bodenlos, Digga. Also, da müsst ihr auch die Griffe leben. Also, ganz. Also, und noch schlimmer war, dass ihr die scheiß Mine gewählt hat, aus Prinzip. Da war wieder Eli Sturkopf. Aber eigentlich war es nichtig, sag dir ehrlich. Nur Disrespect, es war nichtig. Ja, aber nichtig. Nee, Bro, ich sage auch, was war denn, was war denn als Mickey? Warte mal, ich sag, das ist Standard. Ja, aber aus den Lobbys fliegen wegen Eigenverschulden. Nein, aber die Runde davor, das müsst ihr ehrlich fair anerkennen. Die Runde, irgendwann vorher ist Mickey auch rausgeflogen, okay? Und da hat niemand gesagt, oh, die Map wollen wir jetzt nochmal, weil ihr die nicht gefühlt habt. Der einzige Anspruch, der deswegen war, weil es eure Lieblingsmap ist. Und das ist egoistisch und nicht sportsmäßig. Ja. Soll ich jetzt mal einen Konter machen? Soll ich mal kontern? Gerne. Ich habe am Anfang des Streams gesagt, wenn man bei Eigenverschulden, also wenn man rausfliegt und man nichts dafür kann, dann wird die Runde wiederholt. Wenn man aber rausfliegt, weil man irgendwas anderes dumm macht, dann wird es so gefahren. Und das haben wir zweimal einfach ignoriert. Und Mickey ist zweimal wegen Eigenverschulden rausgeflogen. Also streng genommen, hättet ihr einfach anstatt zu 6 gefahren, einfach zu 5 gefahren. Ich möchte noch einmal. Ganz streng genommen, mein Bro. Ja, ich möchte einmal Monte korrigieren an der Stelle. Es heißt nicht nichtig, es heißt nüchtisch. Es ist nüchtisch. Ja, Schere ist nicht schlimm, macht er. Ja, gut. Ist jetzt kein Pilz, aber jetzt fick ich mir. Ja. Guck mal, Dentny, weil du fett bist und stinkst. Easy. Du bist wieder beleidigt, du maulst mich wieder an von der Seite. Billy, wo fährst du lang, mein Bro? Ja, wo fährst du lang, mein Bro? Also ich wieder anmaulst für dieses Mal. Ja, gut. Schere und Pasta. Schere, Sahne, passt nicht. Fuck, Digga. Ich war doch nicht. Fuck. On-off. Für die Klicks. Die Realität, Billy, wird sein, irgendwelche komischen Posts wieder bei der neuen Trade-Plattform. Yes. Beratung hier, Beratung da. Holy shit, Digga. Holy shit. Ja, aber... Monte, ich sag dir offen und ehrlich, seitdem ist die weibliche Community gewachsen wie nichts anderes an der Körper. Ich sag dir auch einfach ganz ehrlich, es ist mir auch egal, ob ich dafür Shitstorm bekomme, die Weiber sind auch so dämlich und fallen da drauf rein. Und die Posts, die du da machst, sind einfach Dosenöffner. Du postest auch Mädels, brauchen eine Beratung und die schicken dir sofort Pussypill. Die sind einfach doof. Die sind einfach zum Teil doof und haben dann selber Schuld, wenn ja, ist halt einfach so. Haben sie selber Schuld. Ja, ist doch so, Digga. Machst du nichts verkehrt. Kuss, Monte. Kuss. Das ist ja nichts verkehrt. Ich mach doch nix. Wer wird das nix verlusten? Oh, das war hier Reapers, das willst du von mir. War deine Tröte an deinen Sack? Mann, Digga. Was war das denn? Carsten, so. Wie peinlich. Wie ist das passiert? Stinker. Oh nein, fahr durch Wiese. Du bist krank. Mann. Carsten! Is you. Oh. Ja, geil. Ach, ich krieg das Geschenk nicht. Halt nur hin. Oh, ich glaube, dann gerade. Oh! Oh, ist das krank. Ich sticke. Werf einfach gleich. Jetzt, halte. Egal, diese Bombe da. Yes, Danny, sorry, Schere. Schere wurde stattgegeben vom Kai. Kein Problem. Schere wurde stattgegeben. Digga, ich komm nicht voran. Ich schwing einen auf. Ey, was sagt Willi? Ich bin overall falsch. Ja, aber bei uns ist noch Bowling. Ja, bei uns noch Bowling. Warte noch. Und jetzt einen. Noch einen da durch die Lücke. Oh, war das clean. Oh, das war so clean gefahren. Driften und dann im Drift. Nein, das war doof. Ey, ich bin so ein Pferd. Husten. Noch einmal? Pust einfach, pust. Jeder Move, noch ein. Ey, du hast mit den Pilzen auf. Nein, Mann! Ja! Oh mein Gott! Eingeschult habe ich den Eldos! Zurück in die Grundschule mit dem!
Digga, 6 Punkte mehr, ihr seid so kacke. Ja, ist wieder ein aufgespielt. Oder? Das sind gleich 25 Subs, mein Bro. 25. Ja, Bowling. Oh, Solo macht so viel mehr Spaß. Das ist so eine. Wieso? Ich sag doch Gönnergy besser. Kam aber nicht aus dem Herzen, Digga. Und dann das Produkt mal testen. Stiftung Warentest. Stiftung Warentest. Stiftung Willi-Test. Ist das krass, Digga. Oh, schöne Sache. Mit Sahne und Schere in der Hand. So. Einmal mal gesegnet sein, wie die Jungs. Auch mal das Haus verlassen, Reapers, dann eventuell. Ja, Digga. Ja, Digga. Dann vielleicht mal direkt in deinen Keller auch. Ja, okay, ja, aber da wärst du die Pusten auch nicht finden, seid ihr ehrlich. Der Keller ist für mich gesagt, wie wenn es krachen sollte, Bastard. Nein. Da werden wir uns drum prügeln, wie Penners. Egal. Ah, erst mal weg hier mit dem Schmutz, Alter, so weg. Ich bin Tierfutterkammer da im Garten, so okay. Ja. Oha, Alter, was war das für ein Wasserkocher gerade? Einfach Wasserkocher. Das ist so für dich. Der kann man so nicht drehen, da muss ich. Hast du viel mit GTA so zu tun, ne? Warum liegt da eine grüne drin? Sehr geil, Danny, Digga. Monte! Nein, der hat Stern. Ist gut, Scheiße. Was war das für ein Wasserkocher? Welcher Platz ist Edi? Dritter. Lüg nicht, Edi. Edi, wie ist das für dich? In der neuen Bubble so? Vorher immer GTA und jetzt? Wie findest du es? Ah. Voll geil, Mann. Voll geil. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass Stream 50% noch mehr Spaß macht. Das spiegelt sich im Geld wieder, mein Bro. Ja, das ist Geld. Ja. Also 50% finde ich zu wenig, das ist safe. Nein, aber davor warst du ja nur bei GTA und du hast mit anderen Leuten gar nichts zu tun, weißt du, außer in GTA. Also in den letzten Monaten hat man echt einige neue Leute kennengelernt, weißt du? Ja, ja. Ja, noch Eli muss man sagen, Alter, der lädt einen immer ein und so, voll korrekt, Walla. Danke, Mann. Sehr schön. Verarscht ihr mich gerade oder so? Deine Wichser, Alter. Boah, Danny, die war ganz knapp, Digga. Ja, ich fange jetzt an, ne? Ich hol dich doch. Ey, verarschen die mich? Nein, das war nicht ernst. Nein. Ach so, weil ihr gerade so, ja, so macht. Deswegen dachte ich gerade so, irgendwie das verarsche oder so. Nee, Danny. Eli? Nee, Danny. Nee. Oh, warte, die kommt! Im Umwege? Nee, die kommt nicht. Oh, was? War das eine grüne? Och, Mann, Eli, das Geschenk hättest du echt lassen können. Schieß, Umwege ist gut! Oh, du Scheiße, ist kaputt. Oh, schade, ey. Eli! Boah, spiel ich hier einen auf, Mann! Holy shit! Mann, ich sehe hier kein Land! Was ist los, Willi? Was ist los, Bro? Auch mal einen Screenshot machen, ne? Vor Reeves, vor. Hier. Ja, ich werde wieder nicht eingeladen, weil ich zu gut bin, ne? Ja. Bro, was ist los? Auf der Wii U war das viel besser. Guter Call. So, vertrau mir, Eli. Ich gehe mit dir, sage ich dir so viel, ich wette mit dir um eine halbe Million, fiktiv als Spaß. Ich würde mit dir, so sicher bin ich mir, um eine halbe Million wetten, dass wenn wir so ein Turnier auf der Wii U veranstalten würden, du mehr Spaß hättest. Und danach auch ehrlich sagen würdest, ich habe mehr Spaß gehabt auf dieser Konsole. Boah, Wichser! Was war denn anders? Oh, weil es einfach viel mehr Spaß... Frag Danny, erzähl du, bitte, tu mir den Gefallen. Gib mir einmal Rücken, Bruder. Also, ich weiß doch auch, die Geschenke sind einfach viel geiler. Ja. Also, aber gibt es eine andere Geschenke, oder was? Nee, sofort die Griffel hoch. Das Ding ist, wir hatten auf jeden Fall viel spannendere... gestörte Momente auf der Wii U, also 100%, da ist bis zum Ende mehr Spannung drin, ne? Das fühle ich. Aber der halbe Million, Bruder, auf sein Empfinden, das ist geisteskrank. Ja, Bro, ich weiß doch, was er mag und was er nicht mag. Das ist... Jetzt spiel, Diggi, du darfst ja auch nicht vergessen, spielt ihm ja am Ende des Tages auch mehr in die Karten, das Spiel. Mal als Zweiter oder Dritter mal per Zufall eine Rakete bekommen oder... Gibt's da was? Ja! Und da ist, Digga, das ist... Vertrau mir... Ist das Eldos oder Willi? Die Leute denken immer, ich mach ha-hi-hi Spaß oder so, aber Digga, das Spiel hat einfach viel mehr Spannung gehabt und es war viel mehr möglich. Wenn du Vierter oder Fünfter warst, hast du mal dann eine Rakete bekommen, die länger war als der Schwanz von Willi. Und dann hast du auf einmal alle überholt und hast den besten Win deines Lebens gehabt. Das war so unheimlich geile Zeit auf dieser Konsole, Digga. Wirklich. Ja. Also ich kann da Beispiele hinstellen und die Leute aus der alten Mario Kart Crew Zeit, die wissen auch Bescheid. All diese Momente, allein ich muss nur an diese eine Rakete denken auf Abfahrt, weißt du? Digga, diese ganzen legendären Mario Kart Clip-Szenen, die sind nicht auf der Switch entstanden, die sind alle auf der Wii U entstanden. Alle!
Was? Ja. Ihr Hurensöhne! Ihr Hurensöhne! Warte, von Carsten 20 Minuten nix oder nur Hurensöhne, ist wichtig. Da! Das oh habt mein ihr! Gott. Gott. Okay. Das gibt's ja nicht. Das gibt's ja nicht, sag mal. Ey, Bruder, ich hab wieder so reingeschissen. Ich nicht nein. Och, Digga. Mann! Montenius! Ja, aber er hat da vorne die Bombe, okay. Digga. Mich einsetzen? Oh, gut. Ey, der nimmt mir meine Geschenke, geil, ich bin raus. Press die Bombe, Anubis! Gut, danke. Was für eine fucking Bombe, das jetzt war ein Widerstand. Jetzt. Eli! Oh mein Mama Platz für Chef! Yes! Oh mein Gott! Yes. Oh mein Gott! Nein! Oh, es reicht aber nicht! Fuck, Mann! Der Geist ist kein Stern, da kannst du nicht durch die Wände fahren. Oh, 25 Subs, also ich würde die auch nehmen, ne? Das sind 15, 25 Prozent. Eli, hättest du jetzt dazu gewonnen auf die Subs bestanden? Eli, vergiss also, Bowling! Also ist Bowling? Ist Bowling? Ja, ich ja, sag Bowling. Okay. Ey, dickes Monte in den Chat für 100 geschlapperte Schlappschlaps in mein schlappriges Schlappschlapp-Poloch. Sehr korrekt. Allerbesten, jutzten Dank. Dankeschön. Auch das auch die Backwaren sind hier lecker, ja? Lecker schmecker für den Decker. Backwaren. Kuss. Wie ist das Preis-Leistungs? Ist gleich? Billiger als in Deutschland. Billiger, ja. Aber wie ist die Qualität? Genauso gut, würde ich behaupten. Also, vom, ich weiß nicht, bäckermäßig war okay bis jetzt. Aber und Sushi? Sushi ist krass hier, wirklich oh. Krass. Es gibt hier halt natürlich auch ein paar Touri-Fallen, also Restaurants, die haben Clownsnase auf, ne? Aber ja, die meisten auch, sind ja. Wirklich sehr gut. Aber Danny, wird sie da nicht langweilig, Bro? Wird sie langweilig? Nee, Bro, warum? Also, ich war 4 Tage in Madeira, mir war so langweilig, ich wollte wieder zurück. Ich habe mich noch nie so gefreut, wieder in Ulm Danny zu sein. Danny geht einmal im Monat vor die Tür, dem wird nicht langweilig. Ja, okay, ja, stimmt auch. Ja, da wird er recht. Ob ich jetzt auf Madeira beim fetten Arsch zu Hause sitze oder halt in Deutschland. Ja, stimmt auch. Weißt du, wenn ich dann mal rausgehe, habe ich halt gleiches Wetter, Sonne. Ja, das stimmt. Wasser, aber ich finde es nicht geil. Also ich zum Beispiel liebe es so im Winter zu streamen, wenn es draußen schneit und so, es wird früh dunkel, ist geil. Habe ich mir auch bei dir, gedacht. Du hast doch 24-7 Sommer-Vibes, so. Da hätte ich gar keinen Bock, glaube ich. Wetter, gutes Wetter ist der Key. Bro, muss ich auch sagen, Sommer, Sonne, Sonnenschein ist das Beste, was deinem Gemüt passieren kann. Digga. Also, stell dir vor, ich rede nicht von diesen 40 Grad und diese richtige Sommerzeit, sondern von diesen angenehmen 20. Genau das ist gerade, weil ja hier Winter ist. Das ist so geil. Selbst, genau. Also, ja. Ich weiß nicht, ich finde so. Ich merke immer wieder, wie Sonne gut tut. Und auch der ja, natürlich, das ist ja dieses Vitamin D, was dir in deinem Körper so gut tut. Das ist ja normal, aber das ich finde die Motivation. Das hat auch Vitamin. Ja, stark, Vitamin. geil. Geil. Also, würde mal weiter so. Ich weiß aber schon, was du meinst, weil ich bin auch im Winterfan. Dieses draußen kalt, dann in der Wohnung. Ja, weißt du? Genau. Habe ich auch das befehlen würde, aber tut es aktuell noch nicht so richtig. Okay. Was Willi meinte, du hast der Winter hier auf Madeira ist so 20 Grad, du gehst mit Shirt raus, hast eine ganz angenehme Wärme, ist wirklich, ja. Ja, okay. Was fahr ich denn jetzt zusammen, ja? Ich ein Wirt. Ich gehe halt davon aus, wegen Gigant. Respektlos, was ihr Geschenke noch bekommt, Digga. Alter. Ich hab doch jede Abkürzung genommen, die man gerade nehmen konnte. Was ist das denn? Aufgefahren, respektlos. Was ist das für eine Scheiße? Ja. Rakete in meinen Arschloch. Apropos Wiedervelde, ich will mich über eine dicke Palette freuen, die auch mal der. Bei Ulm auf dem letzten Platz. Ja, gut. Oh, wieder langsam online. Nachschub tatsächlich. Und wird eigentlich Könergy auch nach Madeira geliefert? Bald gibt's in Portugal. Wenn ihr das haben möchtet, gerne. Ja, unbedingt. Ich habe auch schon bei dir gefragt. Ich habe dir halt nicht meine Adresse geschickt, weil die Adresse hier auf Madeira ist so verwertet. Die ist so lang. Danny fragt, sagt ja, okay, er schickt nie Adresse. Ja, Bro, ich schicke meine Adresse, wenn du selber zur Post gehen musst, du schickst niemals los, weil du nicht weißt, wo du was eintragen musst. Bro, glaubst du, ich mach das wirklich selber, Digga? Ja. Danny, komm doch mal in der Geschäftswelt an, Digga. Selber Pakete verschicken? Kannst Danny meinte, würdest du das Paket selber verschicken müssen, würde es auch nie ankommen. Das meinte er. Ja, und bei mir kann es schon so sein, die Adresse aufzuschreiben, weißt du, weil die so lang ist. Und Bro, ich hab mal Pakete verschickt, Digga. Marcel, und Marcel, dass du meine Karten nicht schickst, Alter. Verbindung ganz schlecht, Reapers. Ein Monat wieder länger warten, sage ich. Ja, dann hänge ich 2,5 Jahre hinterher. Danny, okay. wohnst du in der Wohnung oder was hast du da? Oder willst du dir was da kaufen oder bauen oder was hast du da vor? Ja, ich wohne aktuell in der Wohnung. Die Wohnung, die ich mit meinen Eltern warm halte, weil die herkommen.
Ich suche erstmal jetzt eine Mietwohnung und dann vielleicht irgendwann, wenn es wenn es möglich ist, eine kaufen. Irgendwann, aber das dauert. Ja, Ausrufezeichen Prime, Danny. Danny kauft die Insel leer und macht alles zu Airbnbs. Wie teuer sind da Immobilien? Ja, habe ich dir schon mal gesprochen. Also, das ist super zahlt hier wirklich. Mit eurem Geld solltet ihr euch investieren. Mit eurem Geld müsst ihr eigentlich absaften, und zwar beide. Monte, Eli, will ja auch. Eli, aber hast du Eli, hast du GmbH? Oha, einfach, der hat mich zu Peach gemacht. Woher willst du es wissen? Hast du GmbH? Der hat sich ein Leben davor. Ich weiß nicht, wie du die 100.000 hast. Vielleicht habe ich ein Leben davor gehabt, Bro, und anders auf Konto. Sehr schön, Edis. Die Straße vergisst nicht. Das hast du gesagt. Oh. Eli, wieso musst du das machen? Die blaue wieder, wer von euch? Was hast du gefragt, Monte? Ob du eine GmbH gegründet hast als Einzelunternehmen. Ja, also natürlich. Okay, ja, dann ist sowieso auswandert. Ja, ist aber wahr. Das ist nicht überzahlt. Nein, das ist nicht überzahlt. Kannst du komplett legen. Aber die haben es auch irgendwie teilweise. Ja, mit Absichtserklärung, whatever, zurückkommen, irgend so ein Quatsch. Rückkehrabsicht heißt das. Ja, genau, das meine ich. Die Bombe kann geht aber, glaube ich, nur bei Einzelunternehmen und nicht bei GmbH. Nö, oder? Oh, Bullshit. Digga, was kennt ihr denn bitte für Abkürzungen? Ja, nein! Ich muss auch wirklich sagen, Jungs, Monte hat schon recht. Ich hier bei Solo, ich sehe kein Licht. Ihr seid alle viel besser. Ich bin die ganze Zeit letzter. Wieder vor Willi, oder was? Ah, ich bin raus, Jungs. Für mich war's das, ne? Nein, zock zu Ende. Was los? Ach so, ich mein Ding, die Runde, also die letzte. Ja, ja, alles gut. Also ihr müsst euch vorstellen, Chat, wenn ihr eine GmbH als Einzelunternehmer, also ich habe als Einzelunternehmer, habe ich jetzt eine GmbH gegründet. Wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte auswandern, weil meine Zukunft, meine Frau beispielsweise, also wenn ich eine hätte, lebt in Spanien, in Amerika, die habe ich kennengelernt und ich will zu ihr ziehen, weil sie möchte nicht zu mir und ich möchte die Liebe meines Lebens als Beispiel in Amerika oder so, ich möchte zu ihr ziehen, dann sagt Vater Staat, ja gut, okay, du kannst gerne auswandern, aber, und jetzt erzählt Carsten euch gerne weiter, wie das dann ist, aber was ist dann die Voraussetzung? Also erstmal sagen die tun deinen jährlichen Gewinn von den letzten 3 Jahren, den Durchschnitt nehmen, multiplizieren den mit Faktor 13 und das musst du über 7 Jahre bezahlen und erst dann ist deine GmbH abgemeldet. Außer du sagst, du erklärst eine Rückkehrabsicht innerhalb von 7 Jahren, dann wird das gestundet, also ausgesetzt, 7 Jahre und die bitten dich dann erst zur Kasse. Also es ist quasi so, dass man eine Ablöse zahlt. Das ist so. Ja, das ist eigentlich so kriminell. Das ist ein Verbrechen. Und jetzt kommt mir nicht wieder die Leute, die es bei TikTok posten und so. Ihr bekommt nur ein bisschen Taschengeld. Erzählt mir nichts über Steuerflüchtlingsdreck und so. Ihr werdet die Ersten, die, wenn sie Millionen verdienen, abhauen. Erzählt mir bloß nichts. Irgendwas, ihr fahrt Fahrrad mit Stützrädern und kriegt Taschengeld von Mutti. Boah. Das ist Knechterei. Nee, das ist Knechterei vom Staat. Da wird dir das Leben einfach so schwer gemacht, dass du gar nicht gefühlt die Möglichkeit hast, abzuhauen. Klar, gibt's immer noch Möglichkeiten, aber das ist eine Frechheit, Digga. Mal 13, müsst ihr euch mal vorstellen, Digga. Bin ich. Digga, dann lass mich lieber. Das Ding ist ja, man weiß ja nicht mal, ob man diese Jahre überhaupt das Geld nochmal verdient. Das ist illegal. Das ist illegal. Das Traurige ist halt, du müsstest rein theoretisch dein Kapital aus der GmbH rausziehen und die dann insolvent gehen lassen. So würdest du dem System in Anführungszeichen entkommen. Traurig auch. Oh, einfach mal 13, das musst du dir mal vorstellen, Digga. Ja, also hast doch 7 Jahre Zeit zum Abbezahlen. Ja, okay, dann macht's Sinn. Jetzt haben wir dich gefragt, warum gründet ihr dann eine GmbH? Bruder, du musst eine GmbH gründen, wenn du viele Kosten hast und so. Ja, also solltest du schon machen. Wenn du reicher Mann bist, machst du GmbH. Dann machst du das, ja. Wenn du in Deutschland bleiben möchtest und so, dann machst du das. Entweder GmbH oder Birgigate. Ja. Zwei Optionen. Zwei Optionen. Und by the way, wenn wir bei dem Thema gerade sind, das Finanzamt würde sehr gerne auch die Einzelunternehmer, Danny würde die gerne das anwenden mit dieser Wegzugbesteuerung. Da hat aber der Europäische Gerichtshof mehrere Gerichtsurteile schon gefällt und gesagt, das ist verfassungswidrig. Sonst würden die das da auch gerne noch anwenden. Ja, du bist dich doch. Und dann hätten die zum Beispiel einen lieben Danny oder auch einen Mickey oder auch mich hätten sie da auch noch ausgenommen wie eine Weihnachtsgans. Ja. Boah. Wer ist erster, Jungs? Mach einfach, Edith. geil. Eine für den Blauen. Ach, scheiß drauf. Taxi weg, Danny! Wuhu! Ach, das reicht mir Zeit. Anubis. Anubis, Sheriff!
Die Sahne! Motte, Hand in Hand. Ich greife dich nicht an. Ich auch nicht, Digga. Wenn du... Ich will nur meine Subs. Ich will einfach nur meine Subs. Easy, alles ich gut. Bin ein friedlicher Mensch. Ich mach nichts. Ist ja geil. Fahr einfach. Wenn du Abkürzung fahren ach, kannst, mach ich auch. Monte, der spielt mit meinem Hack. Ist mir scheißegal, Digga. okay. Es ist der staubtrockene Wüstenspieler. Digga, ich bin jede Runde letzter Chat, das ist unerträglich. Meine Damen und Herren, die Abkürzung, ich möchte es einmal ganz kurz sagen, die Abkürzung dreifacher Pilz plus Stern kurz vor Ziellinie ist so unfassbar krass, Digga. Ja, oh mein Gott, Digga. Angst gehabt. Bei dir? Ich dachte wieder Polizei. Ich dachte, oh nein. Wieder? Was ist passiert, Bro? Ja, einmal FIFA-Zeit habe ich den Arsch gefickt, aber ich sauer. Du kommst dann frisch auf Madeira und die Bullen kommen. Ja, aber er hatte auch. Was hattest du offen, Danny? Balkontüre? Ich hatte Balkontüre die ganze Zeit auf. Ich dachte, weil Alex meint, die sind alle taub hier auf Madeira. Wie viele Einwohner hat Madeira? Alex gewettet. 240.000. Ich glaube, es ist eine gute 11, aber gut. Ich glaube, das klappt dann eben gut. Sind schon echt mittlerweile viel. Reefed ist auch auf Madeira, ne? Schon ewig. Lange. Unge auch, ne? Schon ewig. Unge gehört hier so. Und chillt ihr so zusammen? Also trefft ihr euch? Ja, ab und zu mal? Ja, ne? Also nicht. Unge bleibt ein bisschen mehr für sich. Überhaupt. Ja, aber Unge bleibt sehr für sich, aber ja, schon. Seht ihr euch draußen? Wie lange brauchst du zu Danny rein theoretisch? Ich? Ja. Mit dem Auto. Mit zu Fuß halbe Stunde, mit dem Auto 8 Minuten. Ja. Und neben Danny wohnt auch Isa. Ja. Miki wohnt von mir. Ist auch dahin gezogen, von ne? Mir, das ist krass. Miki hat von mir 3 Minuten Luftlinie gewohnt und mein Kumpel Nur wohnt auch 3 Minuten Luftlinie. Überleg mal, wie viele da mittlerweile hingezogen sind, Chat. Ja, Bro, ist ja auch, geil. Ist auch da. Also, Isa kommt noch. Also mit euren Talern, ihr solltet wirklich mal gucken, Monte. Das ist schon zu schwer, ist auch. Bro, du hast meine. Also ich sag dir ehrlich, nur allein, ich habe ja meine Einnahmen auch gezeigt, nur allein mit YouTube habe ich bestimmt schon in den. Also habe ich brutto 10 Millionen verdient. Und Bro, die Zeit, ich sag dir ehrlich, klar, der Zeitpunkt ist nie zu spät, um auszuwandern, aber nicht mehr aus dem Aspekt wegen Steuern. Nein, ich meine die Immobilien ziehen, Digga. Ja, kommt bestimmt noch, aber momentan mach ich mir da keinen Stress. Und dann weil ab und zu hier mit Station hier einfach streamen, Puff Peng. Ja, fick dich, Digga, das machst du immer, fick dich. Wieder letzter! Jungs, also, ich hab fünf Punkte! Zehn Rennen und ich war 9-mal oder so verwendet. Immer. Boah, bist du gut, ey. Eldor spielt die ganze Zeit. Was ja, ist in Madeira? Wie viel spart man in Madeira? Wie viel Steuern zahlt ihr? Das kommt immer auf das Modell an, das du wählst, ne? Das Modell. Welches Modell hast du ausgewählt? Was sind für Modelle? Ich hab das Modell, Willi hat einen großen. Zahlt ihr mehr? Ah, da hast du gedacht, der Mann. Das heißt eine G-Klasse. Zahlt ihr mehr als 2% Steuern? Digga, übertreib, ja, natürlich. Natürlich, hä? Zahlt ihr mehr als 5%? Der Bruder ist ja Interview unter was? Steuern. Ja, ist wirklich so, ne? Carsten macht halben Vortrag, aber wenn es mal um die Zahlen geht, Digga. Das ist tatsächlich, also Re-Rap, das wird sich zeigen, weil das immer jeder Steuerberater sagt dir da wieder ein bisschen was anders und da muss man mal abwarten, ein Jahr, was sie dann wirklich haben wollen, von welchem Posten. Man hat ja als Streamer mehrere Posten. Das wird sich zeigen, ich kann es euch jetzt nicht sagen. Ey, Bruder, bitte. Digga, ja, ich fahre rot nach hinten. Und dann werde ich wieder bestohlen, bitte, so wie in Deutschland. Ja. Egal, was mache ich hier? 5 Sassen. Was machst du da, Danny? Ja, Eli, am was Ende der Jagd werden die Hasen gezählt, mein Süßer. Ja, Willi, wie sieht's aus, mein Bro? Oh Gott, Digga. Danny ist einfach AFK stehen geblieben, kurz. Was war das? Boah. Ist gut, Bro. Aber sagt ihr jetzt, Madeira ist besser wie Deutschland vom Lifestyle her oder wart ihr in Deutschland glücklicher? Das ist ja wie gerne gehst du denn feiern und sowas? Wie unabhängig jetzt von den vom Geld, Steuern und ich meine an sich. Das ist ja eine Frage deines Lifestyle. Der eine gehst du gerne feiern? Nein, null. Ja, dann ist Madeira was für dich, weil wenn du gerne feiern gehst, das ist hier oben. Das kannst du knicken. Aber Deutschland ist ja jetzt auch nicht, Bro, Deutschland ist ja jetzt auch nicht nur fürs Feiern bekannt. Weißt du, was ich meine? Aber hier kannst du nicht feiern auf Madeira. Gibt's nicht. Gibt's keinen Club? Ja, doch, aber. Rot.
Aber wie machst du das jetzt, Elotrix? Ehrliche Frage, wie machst du das mit den Frauen? Ja. Bro, es gibt Wichtigeres im Leben, sag ich ehrlich. Ja, das ist so trap, Digga. Digga, ich hab meine Zeit gehabt. Re-Rap, ich hab meine Zeit gehabt. Alles gut. Du bist noch frisch. Elotrix, ich fühl dich. Ich fühl dich. Elos, du bist 18, laber mir nicht zu. Endlich mal. Digga, und dann kommt Willi mit einer Rakete. Ja, ja. In deinem Alter hast du mir schon geschippert, Digga, wo du noch mit der, Kürbisfrisur rumeierst. Boah, ich muss die Schere. 5 Punkte mehr als Willi. 5 Punkte mehr, passt. Liebe Eldos, mit wem habe ich eigentlich 5 Subs gewettet? Ich habe das gar nicht auf dem Zettel. Mit ich Danny und Reapers, glaube ich. Also, ich muss ja nicht. Aber Re-Rap-Jungs, ich würde mich freuen, wenn ihr, mal vorbeikommt. Mir schuckt das ja nicht. Ja, aber wenn ich mir eine Immobilie holen würde, dann würde ich die, also Auslandsimmobilie, dann würde ich nicht Madeira, glaube ich, machen. Nee. Oh, voll abgehoben. Aber wir sind doch hier. Darum geht's ja, doch. Deswegen ja. Ja, ihr sitzt doch den ganzen Tag zu Hause und spielt euch am Penis rum. Ich nicht! Jeden Tag raus, ich habe 20.000 Schritte. Alter. Schritte, Eli. Werf mich nicht mit den anderen Fettsäcken in einen Topf, Kollege Schnürschuh. Wow, wow. Ja, du bist Danny, du hast eine Pause. Meinst du Danny? Ja, natürlich meine ich Danny. Wiederwerten, was er sagt. 4 Monate ist der hier. Das Einzige, was er gemacht hat, ist gewichst in der Badewanne. Ich habe ihn gefragt, Bruder, wie machst du das mit den Steuern? Er guckt mich an. Keine Ahnung, Bruder, macht mein Dad. Cool Story, Bro. Boah, Danny. Hat nicht mal einen Plan von dem Scheiß. Ey, das macht Platz. Was er mir labert, Digga. Ich hab aber schon. Was nicht so, Danny? Schwör auf deine Mutter, war nicht so? Das war, wo ich keine Ahnung davon habe? Boah, Danny, ich hab Mutter. Du hattest keine Antwort. Du hast mir ein paar neue Engels gegeben, aber ich hab doch Ahnung gehabt, Digga. Bist du dumm? Ui, ja, ich weiß ja nicht. Die ganze Pette, dass er sein Hirn ist, der dumm, Digga. Was redet der? Wie redet der mit dir, Carsten, Digga? Das sag ich auch. Ja, der hat jeden Bestellservice auf Kordswahl. Auf Kordswahl. So als wäre er hier geboren, Digga. Weil in der Woche mal zu Besuch ist, der Bastard. Ist der dumm. Digga, was für Besuch? Ich wohne hier. Edis, das hab ich gesehen. Ja, ich weiß, ich weiß. Das hab ich gesehen, mein Bruder. Ich weiß. Vergiss er niemals. Was für Besuch? Ich weiß. Ich weiß. Also, Carsten meinte mal zu mir, Danny, dass die 20.000 Schritte, die er da gemacht hat, du in der ganzen Zeit hattest. Oh, was? Ja, das hab ich nicht gesagt. Doch, das hat er nicht gesagt. Nein, das stimmt nicht. Lässt du dir so mit dir talken, Danny? Und jetzt habe ich auch Bett gewählt, statt der fetten Kartoffelnase, sage ich. Oha, wie talkt er mit dir, Carsten? Jetzt auf Aussehen, Aussehen ist er geht auf Aussehen, Bro. Ja, scheiße. Ich hab alles gesehen! Du bist so ekelhaft! Ich hab alles gesehen, Danny! Scheiße, du! Oh, Mann, nein! Eli wieder Letzter, so Falschgeld! So Falschgeld, Digga! Nein! Oder nur, weil ich da einmal... Nein! Scheiß drauf, Jungs, das war's. Ist das zweiter Platz, Eli. Ist das krank, Bruder. Ach, Mann. Vor Danny auch wichtig. Ich wünsche dir. Ey, du hast gut gespielt, Willi, Mann. Ich bin sehr stolz auf dich. Mach's gut. Ey, Jungs, much love und peace. War eine gute Runde, gerade zum Schluss noch. Solo hat Spaß gemacht, Alter. Monte klebt sich morgen auf die Straße mit much love, wenn ich das höre. Ja, ich kleb mich an deinen brachialen Schwanz, Digga. Ja, und ich kleb mich auf die Straße. Bruder. Ja, das ist doch echt sass, ja. Ja. Sass hier, Bruder. Alles klar, ey, Küsschen aufs Nüsschen. Ciao, ciao, Jungs. Ciao, ciao.